Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink für die Switch. Ja, wir befinden uns eigentlich in der Quest Saint-Grands Geheimnisse. Die können wir allerdings nicht weitermachen, denn wir müssen die Hauptquest weitermachen, um diese auch abschließen zu können. Aber wir haben jetzt ein paar Fertigkeiten bekommen. Wir gehen mal hier rein, wo wir ein paar neue Sachen bekommen haben. Gewöhnlich 5% Schildaufladung, okay. 10% mehr Energie. Mehr Erfahrungspunkte mit diesem Schiff. Cooles. Ein bisschen besseres Handling. Minus 20% Booster, wenn B im Schwebemodus gehalten wird. Okay. Energiebooster. Machen wir das doch mal. Ruhig ein bisschen mehr Energie. Ruhig. Unsere Waffen haben auch neue Sachen bekommen. Gehen wir mal rein. 5 neue Waffenmods. Okay, was haben wir denn hier so? Das muss ja mehr Schaden. Ah, ist nicht so cool. Das hier? Reichweite. Rückschuss mal abfeuern. Okay. Was die andere Waffe kann. Elektron vom Schiff und die gehen die Schiffe, wenn diese Waffe ausgerüstet ist. Okay. Mehr Erfahrungspunkte mit dieser Waffe? Nehmen wir die mal. So. Okay, spiel die Hauptkampagne weiter, um fortfahren zu können. Wir machen erstmal diese kleine Aufklärungsmission, die wir hier machen. Die machen wir hier nochmal fertig. Bist du ja. So, die müssen wieder zu anderen Stellen gebracht werden. Das ist ja nicht so schwierig, glaube ich. Ja, schon ein kleines Stückchen, wo wir die hinbringen müssen. Dort. Okay, stellen wir sie da mal hin. Sieht wie ein guter Platz aus, um den Turm zu platzieren. Ich will Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihren Job machen oder so. Wo soll ich denn platzieren? Einfach hier so auf dem... gehabt. Hä? Gibt's doch gar nicht. Mal ruhig. Das ist aber schwierig. Unsere Prospektor-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Systeme grün, Sichtradius verbessert. Gut gemacht. Sehen Sie auf der Karte nach, was es enthüllt hat. Haben Sie keine Angst, andere Türme einzusetzen, wenn Sie sie herumliegen sehen. Alles klar. Okay. So. Ja, wir können jetzt nur zu unserer Hauptkampagne zurückkehren. Das machen wir jetzt auch. Also wir müssen nach Haven. Neuen Mod gesammelt, okay. Kann man diese Festplatte machen? Frage. Ja. Wir müssen das, glaube ich, leider liegen lassen. Warten, Festplatte. Schade eigentlich. Aber wir fliegen jetzt nach oben. Und ab in den Himmel. So, einmal nach Haven zurück.
Was dahinter oder was? So, hinter dem Planeten. Sieht man Haven schon. Jetzt hin müssen wir hoffen, dass wir nicht wieder in so einer Falle landen von diesen blöden Spinnern. Aber. Und ist die Equinox. Sie sich so ein bisschen zwischen den ganzen. Wir müssen aber da hin. Kriegen wir schon hin. Haven. Begib dich zu den Ruinen von Glimmerstadt. Was machen wir? Cloud. Oxman Cloud ist schon ein cooler Typ irgendwie. Ich weiß nicht, ob Leute von euch auf dem Super Nintendo, auf dem N64 Lighted Wars und so gespielt haben oder Starwing. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Macht schon immer Spaß. So. Hyperraumfalle umgangen. Bereich sicher. Okay. Zwischen kann ich das doch. Der Planet. Wo müssen. Oh. Ein Asteroidengürtel. Den umschiffen wir mal ganz gut. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Wird doch gut rausgekommen wieder. So, ab nach Glimmerstadt. Wo immer Glimmerstadt ist. Auch nur eine Ruine, ne? Muss man auch mal im Kopf behalten. So, rein da. Also schon witzig gemacht. Sieht beim Typ bei No Man's Sky sieht ein Tick cooler aus alles. Also wie... Gehen wir mal schnell dahin. Gestürzter Drake. Uplink eingerichtet. Legion-Datenkern wird gehackt. Hacken wir mal für kurz. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Es geht los, Leute! Happy hier! Bin im Anflug! Mess, bin ich schon wieder auf den Knopf gekommen oben. Er ist so blöde. Jawoll! Fox 1, böser Kerl 0. Warnung, Legion im Anflug. Alter, trifft mich wieder. Ach da. Super. So. Wollen wir hier hinten hin? Man sammelt ja echt viele Mods. Muss man halt mal gucken, wie effektiv die dann auch sind für alles, was man so nutzen will. Er denn? Ey, was ist er denn? Feindanalyse abgeschlossen. Kältewaffen werden dringend empfohlen. Okay. Ich sehe den Zyklopen. Oh je, das ist kein Zyklop. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Nova-Kristalle auf seinem Rücken sehen extrem heiß aus. Vielleicht musst du ihn abkühlen, um etwas zu bewirken. Schon kaputt? Analyse: Das Nova kann leichter entfernt werden, wenn es mit Hitzewaffen anvisiert wird.
Energiewaffe hat keinerlei Effekt. Sorry, ich fürchte, das geht nicht. Netter Versuch. So. Wo ist denn der scheiß Zyklop hier drin, ne? Was sagt er? Warnung, der Gegner ist gegen Hitzewaffen resistent. Aber nicht gegen Eiswaffen. Ah, ja, der hat mir aber ganz schön was weggeschleudert hier gerade. Oh. Eieiei. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht zu sehr reizen. Oh, was macht er denn jetzt? Achso, weil ich die Gegner... Aber der Große ist ja immer noch da. Der ist jetzt noch nicht tot. Sorry, ich fürchte, das geht nicht. Oh. Weg hier. Gut gemacht. Die Erzverarbeitungseinheit wird irgendwo in den Ruinen platziert. Eieiei. Also müssen wir einen Eingang finden. Explodiert. Gute. Suchen wir den Eingang. Da ist der Eingang. Da habe ich doch gerade eben freigeschossen. Nicht da hoch, rein da. Okay, die Waren müssten irgendwo da drin sein. Da vielleicht? Ein Ort voller Geschichte. Ich hab sie. Schön vorsichtig. Die Verarbeitungseinheiten sind sehr haltbar, aber sie sind schwerer als ein Flinkhauer. Das könnte ein holpriger Start werden. Bring die Fahrer uns dann zur Arbor-Raffinerie, das machen wir. Okay. So, abgegeben. Objekt abliefern. Ach ja, genau das Richtige. Zeit, diese alte Rostbeule zu verbessern. Okay, werden immer größer, die Raffinerie. Ist natürlich cool. Na, was für ein hübscher Anblick. Bald stecken wir bis zum Hals in Elektrum. Achtung, wir haben jetzt genug Elektrum für die Analyse des Artefakts. Das Equinox-Upgrade lässt sich über den Bordcomputer starten. Okay. Hast du was für mich? Diese Hüterruinen, die wir gefunden haben, die Sensoren orten noch eine in der Nähe. Untersuche sie, vielleicht kannst du etwas Wertvolles bergen. Ich bin schon dabei. So, reden noch mal kurz mit ihm hier. Kann man den noch verbessern? Ja. Dank Ihnen haben wir die Raffinerie perfektioniert. Die Elektronproduktion ist auf dem Maximum. Yes, auf dem Maximum. Das ist sehr gut.
was war das untere? Okay. Gut, also was haben wir jetzt oben für Missionen? Starlink-Mission? St. Grants Geheimnisse können wir nicht machen. Freischalten Poseidon-Anker und erwerb das Hüter-Chiffre-Upgrade. Hauptkampagne, also ich glaube, wir machen einmal die Starlink-Mission als erstes hier, die kleine. War jetzt nicht so weit weg, deswegen. Okay, hier müssen wir mal reinkommen. Oh, was hier denn? Kann man aufmachen. Kohle. Boom! Was finden wir hier bestimmt? Wie kommen wir da rein? Frage. Okay, so rum. Da muss man die Dinger doch gerade drehen, würde ich sagen. Aha, das ist ein Rätsel. Warte mal, mal kurz gucken. Der muss ja nach unten. Der muss dahin. So, der sitzt richtig jetzt. Aber warte mal. Okay, er braucht dann jetzt nicht so viel. Jetzt haben wir zwar zwei richtige, aber das Ding muss ja eigentlich. Ja, warte mal, machen wir kurz anders. So, und du da oben? Nochmal wegschieben. Die Waffe hat keinerlei Effekt. Vielleicht mal die Waffen wechseln. Alles, was ich über Hütertürme weiß, sagt mir, dass das der Schlüssel ist. So, der kommt auch. Jetzt müssen wir den da gleich wieder rüber haben und der muss da hin. Also, theoretisch. Muss der doch jetzt nur nach rechts? Nein. Du sollst zurück. Zurückgehen, so. Und du gehst nach oben. Sollte es gewesen sein. Oh, kleine Rätsel, die machen schon was, ne? Dieser Turm scheint eine Art Anker zu sein, der Haven an seinem Platz festhält. Oh Mann. Hier in Atlas gibt es einen zerschmetterten Planeten. Vielleicht ist mit seinem Anker etwas schiefgelaufen. Hüterbooster. Neue Mod gesammelt. Guck mal kurz rein bei unseren Mods. Schiffe. Ausgerüstet. Resistenz gegen Gravitation. Aufladegeschwindigkeit und Waffenenergie. Unsere Waffen, na, gucken wir den Piloten, was der kann. Oh, zwei verfügbar, okay. So. Gut, die Waffen, was haben wir da noch? Alles gut sonst. Mehr brauchen wir da, glaube ich, gar nicht machen. Perfekt. Equinox, Fox hier. Was gibt es Neues? Ich orte ein Wrack in der Umgebung, das ein abgestürztes Legion-Schiff sein könnte.
Ich wette, wir könnten einiges erfahren, wenn wir dem... Ich bin dabei. Okay, das nehmen wir entgegen. Fliegen wir nochmal kurz hin. Prozedur initiieren. Okay. Achtung, die Prozedur wird sehr wahrscheinlich Verstärkung der Legion anziehen. Macht nichts. Los geht's. Warnung, Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Verstärkung im Anmarsch. Die kann so viel Anmarsch kommen, wie sie will. Warnung, Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Es geht los, Leute! Okay, jetzt können alle Männer helfen. Alle Systeme auf grün! Sehr gut. Yes. Okay. Können wir, das Gute ist, dass wir in der nächsten Folge direkt mit der Hauptmission weitermachen können. Wie geil ist das denn? Dann bin ich voll raus. Ja, kannst du abhauen. So, ja, wir fliegen wieder zurück zur Hauptkampagne. Dann gerade können wir noch nicht machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo, wenn es euch gefällt. Vielen Dank, bis dann, tschüss.